Ja, jetzt kommen die Kratzbilder, eine uralte Technik, die manche aus dem Kindergarten kennen, aber vielleicht ein bisschen anders als wir das jetzt hier machen. Wir fangen damit an, dass wir mit Ölpastellkreiden einfach ein schönes Bild malen. Bei der Farbauswahl achten wir nur auf eine Sache, nämlich dass wir keine ganz dunklen Farben nehmen. Das geht leider mit der Übung nicht. Also es ist nicht prinzipiell, sondern damit das technisch klappt. Und wenn wir jetzt arbeiten, ich zeige das jetzt mal, ist es wichtig, dass wir die Kreide richtig gut andrücken. Dafür haben wir dann auch ein festes Papier, das ist Finnpappe, 3 mm stark. Die kann man mit den großen Maschinen im Kunstbedarf schneiden, aber man kann auch Wellpappe nehmen. Eigentlich alles, was einem so unterkommt. Ein festes Papier hat etwas Körperhaftes und gibt Widerstand. Deshalb finde ich festes Papier für diese Übung besser. Das Bild muss gar nichts darstellen. Eigentlich ist es am schönsten, wenn man nur eine reine Farbkombination macht. Ja, einfach los. Die ganze Fläche muss gar nicht bearbeitet werden. Einfach so eine Art schwebende Wolke mit schönen Übergängen. Schön bedeutet das, was einem gefällt. Können uns die Bilder richtig gut anschauen und dann schicken wir sie in die Nacht. Das ist schwarze Gouache-Farbe. Und hier haben wir breite Pinsel. Und jetzt tauchen wir da ein. Und dieses in die Nacht schicken ist ein ganz vorsichtiger und langsamer Prozess. Ganz vorsichtig. Ja, und jetzt haben wir natürlich einmal ein Bild gefunden. Und jetzt haben wir es wieder verloren. Das ist ja eine Analogie dazu, was Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene in vielen Teilen der Welt tagtäglich erleben. Und sie können natürlich bei diesem Verlieren nicht bleiben. Und es ist auch unsere Aufgabe, dass wir ihnen helfen, da in dieser Dunkelheit, die sie umgibt, dann vielleicht doch etwas Neues zu finden. Und im Bild machen wir das mit so Holzstäbchen. Man kann sich auch aus Naturholz so kleine Stäbchen schnitzen. Und noch in die feuchte Farbe könnten wir jetzt anfangen zu zeichnen. Ich schaue eigentlich eher meinen Händen in diesem Prozess zu, was die machen, statt zu planen, was es werden könnte. Ja, und das ist so ein sinnliches Erlebnis, in dieser weichen Farbe zu arbeiten und das Gefühl haben, ich habe es in der Hand, wie viel ich wieder mir zurückerobere. Und das hat natürlich eine Analogie zu diesen vielen Verlusterlebnissen, die Kinder, vor allem Flüchtlingskinder auch, zu ertragen haben. Man könnte der Übung den Titel geben: Finden, Verlieren, Wiederfinden und vielleicht dabei auch selbst gefunden zu werden. Ja.